Theobald Tiger und Peter Panther. Und als Peter Panther hat er das Berliner Nachtleben durchstreift und über Novitäten geschrieben, über Künstler, die auftraten, Revuen, die er gesehen hat und auch über Schellackplatten, die er frisch auf sein Grammophon legte. Und das Grammophon war bei Tucholsky immer dabei. Er war ein ganz fanatischer Schellackplattensammler. Sowie Luise, Luise, warum bist du denn so blass? Gewiss eine berechtigte Frage, wenn man bedenkt, dass auch Luise durch die ihr von dem uns im Schmachfrieden von Versailles abgetretenen polnischen Kühen stammende fehlende Milz um ihre beste Manneskraft gekommen sein mag. Deutsche, kauf deutsche Kolonie! Auch, wo sind deine Haare, August, August, ist ein schönes Lied. Zeigt sich doch auch hier die deutsche Überlegenheit deutschen Wesens deutscher Damen. Hepp, hepp! Mittag ist Samos los, es schmort die Türkenstadt. Alala, alala. Jeder Moslem löffelt Eis und liest sein Mittagsblatt. Alala, alala. Die Haaresdamen ziehen sich, die Herren Heunuchen fühlen sich. Ei, 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 ei. Du siehst aus jedem Pleze die dunkelroten Fäze. Wer den längsten hat, wer den längsten hat, der ist ein Bei. Was tut's da in dem Gassi? Was lernt da an der Straße? Türme, Türme, Türme! Alala, wer tommt denn da? Ja, 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 wer tommt denn da? Marschiert! Mädchen, geh mir nicht so nah! Bleib auf dem Trottoir, dass nichts passiert! Ja, das sagen die Leute oft, wenn sie einen Vers von mir hören. Das fällt ihnen gewiss sehr leicht. Es klingt, als ob ich es aus dem Ärmel geschüttelt hätte. Wie? Sage ich dann. Ja, sagen die Leute. Die Mühe, die es macht, der deutschen Sprache ein Chanson, und nun noch gar nichts für den Vortrag, abzuringen,
ist umgekehrt proportional zur Geltung dieser Dinge. Es steht nicht dafür, sagt Melina. Ich habe nie geglaubt, dass so viel Arbeit dahinter steckt, um zu erreichen, dass Leute abends 2 Stunden lachen, ohne dass Sie und die Autoren sich hinterher zu schämen haben. Und gar, bis es soweit ist, dass man denkt, wir hätten es aus dem Ärmel geschüttelt. Zum Glück sieht keiner die erste Niederschrift. Wie krumpelig, wie schwerfällig, wie schwerflüssig ist da noch alles. Ja, der Tragöder hat's gut. Wenn er noch so mittelmäßig ist, er rollt doch mit den Augen. Und das verfehlt hierzulande seine Wirkung nie. Bei uns wollen sie sich schrecklich lachen. 3 Projekten pro Zeile. Und hinterher verachten sie das. Das sind ja nur Chansons. Aber wenn nun einmal das Kabarett mit einem T bitte liebt, es ist eine unglückliche Liebe. Ja, was Tucholsky für Nelson schrieb, war wie gesagt nicht alles wirklich gut. Also da musste sich doch manches sehr reimen. Zum Beispiel, raschle, raschle, seidener Kimono, deine kleine Geisha sehnt sich so in Nagasaki nach ihrem Kerz im Khaki. Sie sitzt im Teehaus und steckt den kleinen Zeh raus. Oder auch in der Kahlbaumdiele habe ich sie gefragt, ob ich ihr gefiele, hat sie nein gesagt. Doch ich wusste gleich weiter und gab ihr 2 Drinks mit einem kleinen Huntata, Huntata, Huntata und da sagte sie gleich ja und bumm, dann ging's. Jetzt viel Spaß mit Claire Waldorf und oh, wie praktisch. Sie vertreiben also, wenn der Gigolo wieder blüht und du bist mein je länger je lieber und Herr Frenkel, Herr Frenkel, ein Sektglas hat keinen Henkel und was der Mensch so braucht. Gut, aber wo kauft man das? In den Grammophongeschäften? Da kannst du es auswürfeln, was du haben willst oder losen. Oder auch aus den Regalen schießen. Alle diese Systeme führen eher zu einem Erfolg, als brav hineinzugehen und zu sagen, ach bitte, ich möchte gerne Elektroda 4711, Richard Tauber, fächeln, immer nur fächeln. Denn dann ergibt sich Furchtbares. Da steht in den allermeisten Fällen ein nettes Kind, kaum konfirmiert, manchmal etwas älter, das sieht dich fröhlich oder auch nicht fröhlich an. Und ein Sinnen kommt in ihrer Kinderaugen. Da will einer eine Platte kaufen. Schau an. Und sie öffnet ihren Mund und spricht, das haben wir nicht. Und dann, ja, ich will mal nachsehen. Dann blättert sie in Katalogen und die muss man gesehen haben. Und dann findet sie es nicht.
nicht oder findet sie es vielleicht. Und dann ist es ausverkauft. Oder ein Ameisenlöwe hat die Platte gefressen. Oder sitzt gerade einer drauf. Und dann sollen sie dir etwas anderes empfehlen. Aber ebenso gut kannst du dich bei deiner Waschfrau nach der Brecht erkundigen oder bei Brecht nach einer guten Waschfrau. Nichts! Und von dieser Ahnungslosigkeit gibt es kaum Ausnahmen. Manchmal ist in den großen Geschäften eine vernünftigere, ältere Person zu finden, die weiß ein wenig Bescheid. Und das ist in Berlin so und in Paris so und in Stockholm so und wo immer du willst. Du willst aber nicht und fragst, wie denn das käme. Aus Scherz hat dieses Buch den Titel Deutschland, Deutschland über alles bekommen, jenen törichten Vers seines großmäuligen Gedichts. Nein, Deutschland steht nicht über allem und ist nicht über allem niemals. Aber mit allem soll es sein, unser Land. Und hier stehe das Bekenntnis, in das dieses Buch münden soll. Ja, wir lieben dieses Land. Und nun will ich euch mal etwas sagen. Es ist ja nicht wahr, dass jene, die sich national nennen und nichts sind als bürgerlich-militaristisch, dieses Land und seine Sprache für sich gepachtet haben. Weder der Regierungsvertreter in Gehrock, noch der Oberstudienrat, noch die Herren und Damen des Stahlhelms allein sind Deutschland. Wir sind auch noch da. Sie reißen den Mund auf und rufen den Namen Deutschland. Sie rufen, wir lieben dieses Land, nur wir lieben es. Es ist nicht wahr. Und so widerwärtig mir jene sind, die umgekehrte Nationalisten und überhaupt nichts mehr Gutes an diesem Lande lassen, kein gutes Haar, keinen Wald, keinen Himmel, keine Welle, so scharf verwahren wir uns dagegen, nun etwa ins Vaterländische umzufallen. Wir pfeifen auf die Fahnen, aber wir lieben dieses Land. Und so wie die nationalen Verbände über die Wege trommeln, mit dem gleichen Recht, mit genau demselben Recht, nehmen wir, die wir hier geboren sind, wir, die wir besser Deutsch schreiben und sprechen als die Mehrzahl der nationalen Esel, mit genau demselben Recht, nehmen wir Fluss und Wald in Beschlag, Strand und Haus, Lichtung und Wiese. Es ist unser Land. Wir haben das Recht, Deutschland zu hassen, weil wir es lieben. Oh,